So, ich leite die zweite Hälfte dann ein. Mein Name ist Christian Jung. Ich arbeite für eins der Fraunhofer-Institute in Kaiserslautern und die Gruppe, in der ich tätig bin, beschäftigt sich mit Datennutzungskontrolle, im Englischen Data Usage Control, und hat in den letzten 5 bis 6 Jahren dafür auch ein Framework entwickelt, das wir kontinuierlich weiterentwickeln. Zum Inhalt meiner Präsentation: Ich werde eine kurze Motivation geben, das Induce Framework kurz vorstellen und dann auf die Tätigkeiten, die wir in Secret durchführen, eingehen. Das heißt, was der Markus vorher schon vorgestellt hat, quasi Policy-Spezifikation und Decision and Enforcement für Cloud-Umgebung. Dort sind wir in 2 Bereichen tätig. Das ist zum einen mal die Infrastruktur, wie er vorher auf dem Übersichtsbild gesehen hat, also quasi die unterste Schicht. Und dann nach oben den Tenant schauen wir uns noch leicht an, beziehungsweise diesen Layer. Aber auch auf der Service-Ebene haben wir dann. Und ganz am Ende noch ganz kurz eine Motivation. Mit was beschäftigen wir uns eigentlich? Datennutzungskontrolle, sinnbildlich jetzt hier dargestellt. Es geht eigentlich darum, ob Daten abfließen können, sei es jetzt böswillig oder auch unbeabsichtigt. Das Bild hier ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Das heißt, ich habe vielleicht ein Wasserrohr installiert und will eigentlich kein Wasser verlieren. Kann immer so sein, dass ich das böswillig natürlich habe, dass mein Klempner mir irgendwas kaputt gemacht hat, gehen wir nicht davon aus, oder dass halt einfach bricht und die Daten abfließen. Das heißt, dieses Data Leakage zu verhindern eigentlich von Daten. Was haben wir eigentlich für Daten? Klar, geschäftskritische Daten. Wir haben eigentlich alle Daten heutzutage in der Cloud oder in anderen Storage-Systemen. Sehr viele Sachen werden per E-Mail abgewickelt. Ich denke, jeder von Ihnen wird sicherlich ein Smartphone haben. Die Frage ist, wo liegen da die Daten? Synchronisiere ich das mit Google? Das heißt, auch persönliche Daten lege ich eventuell irgendwo hin. Vielleicht schreiben Sie auch Projektanträge über Google Docs zum Beispiel. Das heißt, Google kennt eventuell auch Ihren nächsten EU-Antrag oder nationalen Antrag, den Sie schreiben. Was passiert eigentlich, wenn das abhanden kommt? Gerade wenn ich jetzt irgendwelche Pläne in der Cloud hätte, natürlich ein finanzieller Schaden, der entstehen könnte. Das heißt, Personen stehlen diese Daten. Was anderes ist aber auch, wenn sowas öffentlich wird, jetzt wie die iCloud oder bei anderen Bereichen. Bei Versicherern ist es ganz kritisch, dass sie quasi einen Reputationsverlust bekommen. Und dann gesagt wird, okay, ich traue dem nicht mehr, die verlieren ihre Kunden. Und langfristig gesehen gehen die eigentlich kaputt, wenn sie ihre Daten verlieren. Zumindest, wenn es öffentlich wird. Die Frage, die wir uns hier stellen, ist, was passiert eigentlich mit den Daten, nachdem ich eigentlich den initialen Zugriff dazu gewährt habe zu diesen Daten. Das heißt, Zugriffskontrolle ist nach unserer Meinung nach nicht genug. Das heißt, ich muss auch kontrollieren, wie werden die Daten genutzt, wer darf diese Daten nutzen, in welchem Zusammenhang werden diese Daten genutzt. Vielleicht noch ganz schön, dieser Security Incident Report von Symantec. Es ist tatsächlich so, dass sicherlich der größte Anteil hier drauf jetzt die Hacker sind, die Daten aktiv stehlen, also das ist die Übersicht über diese Data Breaches, die stattgefunden haben. Wenn man aber die nächsten 3 zusammennimmt, ist das quasi die nächste große Hälfte. Das heißt, sehr viele Daten werden einfach unabsichtlich herausgegeben, weil ich gerade auf den falschen Button geklickt habe, weil ich vielleicht irgendwo ein Häkchen vergessen habe und sende diese Daten einfach raus. Und natürlich, klar, ich verliere meine Geräte, ein Laptop wird gestohlen und so weiter, oder ich habe einfach Innentäter, die mir diese Daten stehlen. Kommen wir zum Framework, das wir entwickelt haben. Die Datennutzungskontrolle, habe ich gerade schon gesagt, geht weiter als Access Control. Das heißt, ein Baustein ist die Access Control. Dieser erste Punkt, den wir als Provisions bezeichnen. Das heißt, Zugangskontrollregelungen, die sagen, ob ich zugreifen darf im jetzigen, aber auch die Obligations quasi, der zweite große Baustein, was darf ich zukünftig eigentlich mit diesen Daten machen. Das heißt, ich darf eine Datei nur 3-mal öffnen oder ich muss die Datei nach 3 Wochen wieder löschen zum Beispiel. Zusammengenommen ist das dann quasi der Usage-Control-Teil, der auch Access-Control mit beinhaltet. Schauen wir uns mal an, was damit eigentlich möglich ist. Es ist zum einen Data-Flow-Tracking möglich, das heißt, wo sind meine Daten gerade unterwegs, wo fließen sie hin, ist ein wichtiger Punkt, damit ich auch weiß, auf welche Daten ich zum Beispiel zugreife. Weiterer wichtiger Punkt sind kontextuelle Informationen, das heißt, gibt es irgendwelche Randinformationen, die ich benötige noch, um meine Sicherheitsrichtlinien zu entscheiden. Einfaches Beispiel hier jetzt gebracht ist, dass ich zum Beispiel Bilder aufnehmen darf im Automotive-Bereich, darf ich keine Bilder machen in der Firma zum Beispiel. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass ich diese mit Sicherheitsrichtlinien belege und sage, ja, du darfst natürlich Bilder machen in der Firma, die darfst du aber auch nur in der Firma wieder benutzen. Das heißt,
die darfst du nicht draußen irgendwo zeigen oder wenn du es draußen zeigen willst, kann es nicht angezeigt werden und ich darf die natürlich auch nicht verschicken. Das heißt, sie müssen auf dem Gerät bleiben. Und abschließend haben wir natürlich eine Sprache entwickelt. OSL steht für Obligation Specification Language, die zum einen auf Event Condition Action Paradigma aufbaut, aber zusätzlich quasi gewisse Operatoren hat, mit denen ich zum Beispiel sowas wie Kardinalitäten betrachten kann. Das heißt, ich kann eine Datei dreimal öffnen, danach wird es verboten zum Beispiel. Oder ich habe zeitliche Abhängigkeiten, dass ich nur einen gewissen Zeitraum auf irgendwas zugreifen kann. Oder ich darf in einer Minute nur 100 Requests machen, dann wird es quasi blockiert. Oder ich habe irgendwelche Events, die quasi aufgetreten sein müssen, damit ein anderes Event erlaubt wird. Wie sieht unser End-Use-Framework aus? Die Basis des Frameworks und eigentlich bei allen Policy-Enforcement-Frameworks ist immer der Policy-Enforcement-Point, der Policy-Decision-Point, also PEP und PDP. Der Policy-Enforcement-Point ist üblicherweise eine technologieabhängige Komponente, die integriere ich in mein System, in existierende Systeme, halten dort dann System-Events auf, Datenflüsse auf, verarbeiten diese so, dass sie dem PDP für eine Entscheidungsfindung gesendet werden können. Das wird danach getan und der PDP entscheidet anhand der Policies, die dort deployed sind, ob zum Beispiel das Event erlaubt wird, ob ich an dem Event Modifikationen durchführe oder ob ich es einfach verwerfe, das Event also gar nicht zulasse. Das Framework ist natürlich mittlerweile etwas größer geworden. Wir haben oben links in der Ecke noch diesen Policy Execution Point. Es ist einfach so, dass teilweise Anforderungen da sind, dass ich vielleicht ein Event generell erlauben möchte, aber zusätzlich noch weitere Aktionen durchführen möchte. Das heißt, ich gebe zum Beispiel meine Daten raus, aber ich muss sicherstellen, dass ein Log-Eintrag geschrieben wird oder der Eigentümer der Daten per E-Mail benachrichtigt wird. Und erst wenn das erfolgt ist, erlaube ich tatsächlich die Herausgabe. Der Policy Information Point momentan in zwei Richtungen von unserer Seite. Das eine ist Datenflusskontrolle oder Datenflusstracking eigentlich eher. Das heißt, wenn ich auf irgendein Word-Dokument zugreife, das eventuell sensitiv ist, kopiere das irgendwo anders hin, muss ich trotzdem noch, wenn ich von einem anderen Programm darauf zugreife, immer noch sagen können, dass das genau das gleiche Datum eigentlich ist, auf das ich zugreife. Das heißt, zu kontrollieren oder zu tracken, wie der Fluss stattfindet. Und der zweite große Punkt sind Kontextinformationen. Das heißt, im mobilen Bereich ganz klassisch sowas wie Geolokation oder wie ist die Position meines Gerätes. Für Berater teilweise interessant, dass man gerne hätte, dass ein anderes Bild angezeigt wird, wenn sie das Gerät quasi zu sich halten, aber wenn sie es flach auf den Tisch legen quasi, wo dann auch die Leute, die beratet werden, draufschauen können, dass man quasi das verändert. Und im Cloud-Bereich sind klassische Sachen sowas wie, wie stark ist mein Host eigentlich ausgelastet, gibt es andere kritische Services, die auf dem gleichen physikalischen Host zum Beispiel laufen, Runtime-Statistiken und so weiter. Der untere Bereich, eine sehr wichtige Komponente, die immer wichtiger wird in unserem Bereich, ist dieser Management Point. Das heißt, also das Framework ist komplett dynamisch, das heißt, zur Laufzeit können neue PEPs, PIPs und so weiter dazukommen, die sich dann dynamisch zur Laufzeit wieder verbinden. Um das sicherzustellen, haben wir eine PMP-Komponente, kann man sich eigentlich so etwas Ähnliches vorstellen wie ein DNS-System, das quasi sagt, der PDP fragt quasi an, ich brauche einen PEP, der mir diese Events quasi liefert und der PMP gibt dann entsprechende Liste von entsprechenden PEPs zurück mit den entsprechenden Konnektoren, um sich damit zu verbinden. Das ist ein Punkt, zum anderen aber auch das Deployment von Policies. Das heißt, man hat natürlich nicht nur einen PDP, sondern man hat eine Landschaft von PDPs. Wenn ich Daten zwischen meinem Backend-System und mobilen Endgeräten austauschen möchte, muss ich eventuell sagen, okay, ich gebe dir die Daten, aber ich muss sicherstellen, dass gewisse Policies bei dir auf dem Gerät scharf geschaltet sind, damit du die Daten nicht weitergeben kannst, dass du quasi nur auf deinem mobilen Gerät diese wieder darstellen kannst und auch nicht weiterleiten kannst zum Beispiel. Okay, und zum Schluss der Policy Administration Point ist die Schnittstelle zum Anwender. Es ist schön, dass ich die ganzen Sicherheitsrichtlinien natürlich irgendwie spezifizieren kann. Das ist momentan XML, aber ist relativ schwierig für Nicht-Experten oder für uns auch teilweise. Wir schreiben da auch immer wieder Fehler rein. Das heißt, ich brauche eigentlich einen Nutzerinterface, mit dem ich das machen kann. Noch kurz, wie das aussieht. So eine Policy jetzt, ich habe vorher schon gesagt, Event Condition Action auf der linken Seite. Das heißt, ich habe hier ein Trigger-Event. Das heißt, wenn ich ein entsprechendes Event, Data Send Event habe, wird quasi der Trigger ausgelöst. Das heißt, dieser Policy-Mechanismus wird scharf geschaltet.
die Condition wird überprüft und wie vorher schon gesagt, geht es dann in die Authorization Action rein. Ich weiß nicht, kann man das lesen da hinten? Ja. Okay, es geht dann quasi in diese Authorization Action Teil rein. Hier ist jetzt so, dass ich im Allow-Block, das heißt generell würde ich das gerne erlauben, was da gerade passiert, aber ich sage, okay, es muss ein Log-Eintrag geschrieben werden und eine zweite Aktion Hide Content, das heißt, irgendwas wird daran verändert, muss durchgeführt werden. Sollte in dem Fall eine von den beiden Aktionen fehlschlagen, gehe ich zu dem Fallback, der da oben spezifiziert wurde und verbiete quasi das Event. Das heißt, prinzipiell erlaube ich das Event, aber ich habe noch gewisse Sachen daran geknüpft. Okay, für was haben wir das bis jetzt getan? In Secret sind wir stark im Cloud-Bereich unterwegs, das heißt Infrastrukturmanagement für VMware ist ein Bereich, dann den Cloud Storage auf HBase und Hadoop. Wir haben Service Communication, wir haben Enterprise Service Bus in vorherigen Projekten angegangen. Betriebssysteme sind aktuell dabei, wir sind sehr stark im Android-Bereich tätig, gehen Windows 7 rein, OpenBSD haben wir im Browser und wir beginnen momentan auch, da das Framework quasi sehr generisch aufgebaut ist, quasi auch sowas wie Embedded Systems mit reinzuziehen. Das heißt, wir haben zum Beispiel in unserem Labor mittlerweile auch so Door-Locking-Systeme mit drin, die auch quasi Software gesteuert sind. Gut. Was machen wir in Secret? Wir haben zwei Forschungsschwerpunkte. Das eine ist die benutzerfreundliche Policy-Spezifikation, das heißt, wie befähige ich Anwender, die nicht Experten sind, quasi ihre Sicherheitsanforderungen, ihre Sicherheitsrichtlinien zu spezifizieren, dass das, was sie nachher auch im Kopf haben, tatsächlich technisch umgesetzt wird und sie nicht irgendwie denken, dass was komplett anderes da passiert. Und das andere ist das Multilayer Policy Enforcement in der Cloud-Umgebung, das heißt auf mehreren Ebenen eigentlich die Policies zu enforcen und das Ganze nochmal kontextabhängig zu machen. Okay, wie sieht das dann aus? Das Bild haben Sie vorher schon mal gesehen. Wir haben quasi PEP- und PXP-Komponenten für VMware entwickelt. Das heißt, die greifen hier unten direkt in diese Infrastrukturebene mit rein, können dort verschiedene Sachen kontrollieren. Auch die Tenant-Ebene quasi, wobei das bei VMware nicht so stark unterschieden wird. Haben einen zentralen Policy Decision Point hier, der momentan auch in dieser Infrastrukturebene platziert ist, entwickelt und haben einen PIP entwickelt, der quasi Cloud-Infrastruktur auslesen kann. Das heißt, ich kann da Informationen rauslesen über Zustände in der Cloud. Und was man vielleicht nicht so gut sieht, ist oben dieser PAP, der entwickelt wird, der quasi dann die Schnittstelle zu den ganzen Stakeholdern, die auf der rechten Seite sind, darstellt. Das heißt, um denen ihre Sicherheitsrichtlinien auch zu spezifizieren. Mal an, wie wir das gemacht haben für das VMware. Umgebung, wie baut sich das auf? Wenn ich eine Cloud habe und lasse die von VMware virtualisieren, habe ich quasi hier unten physikalische Hosts. In dem Fall jetzt zwei Stück. Auf diesen physikalischen Hosts laufen wieder Betriebssysteme oben drüber. Bei VMware ist das dieses vSphere. Und darüber werden quasi virtuelle Maschinen und Instanzen oder auch Netzwerke bereitgestellt. Das Ganze wird wieder von einem sogenannten vCenter Server gemanagt. Das heißt, dort laufen quasi alle Informationen zusammen. Dieser vCenter-Server bietet für uns eine SOAP-Schnittstelle und da haben wir uns quasi auch dran gebunden. Das heißt, wir können entsprechende Events aus dem System auslesen, können eigene Events produzieren oder können generell irgendwelche anderen Informationen auslesen, die vielleicht nicht als Event direkt vorliegen. Okay, was sind das für Events, damit man da mal ein Gefühl dafür bekommt? Also generell ist es so, egal welche Aktion ich in diesem System durchführe, es wird eigentlich immer ein Event vom System generiert. Ich kann so Sachen sehen, wie dass virtuelle Maschinen gestartet wurden, beendet wurden, dass virtuelle Maschinen irgendwo hin migrieren oder vom Speicher. Also eine Relokation ist quasi eine Speicherveränderung, das heißt, ich habe vielleicht einen anderen Data Store benutzt. Power Cycle, Clusterinformationen kann ich auslesen, das heißt, wenn ich verschiedene physikalische Instanzen habe, kann ich jetzt ein Cluster wieder zusammenziehen. Es gibt High Availability Services, die ich zum Beispiel auslesen kann und so weiter. Der zweite Punkt ist dieser Policy Information Point. Da haben wir sogenannte Evaluatoren, das heißt, die wir nach einer Policy-Sprache nutzen können, die wir einfach auslesen können. Wir können sowas sagen wie, okay, ist die Maschine irgendwie neu gestartet worden? Wie lange läuft diese Maschine eigentlich schon?
wie sieht die Performance aus von der Maschine, ist der Schwellwert von der CPU kontinuierlich über 90% und so weiter. Auch ganz interessant, Konfigurationsparameter, das heißt, wie ist das System konfiguriert, gibt es Einstellungen, die da drin sind, sowas wie, kann ich Hot-Plugin machen, das heißt zusätzliche CPUs zur Laufzeit dazu packen, kann ich den Speicher erweitern zur Laufzeit und so weiter. Also gerade diese Einstellungen oder welche MAC-Adressen sind konfiguriert und so weiter. Und was ich natürlich da oben als Events auslesen kann, kann ich natürlich hier unten auch selbst konfigurieren. Das heißt, ich kann virtuelle Maschinen an- ausschalten, kann sie irgendwo hin migrieren, kann den Speicher verändern, kann so umkonfigurieren, kann aber auch so Sachen machen, wie zum Beispiel die Recommendations verändern. Das heißt, VMware gibt zum Beispiel vor oder würde sagen, okay, ich habe eine Recommendation für dich, willst du die annehmen oder nicht? Das heißt, das können wir auch damit sehr flexibel steuern. Was auch ganz interessant ist, wir können die Benutzerrechte damit steuern. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, okay, kurzfristig können wir einem Benutzer zusätzliche Rechte einräumen und können sie nach wieder wegziehen zum Beispiel. Was kann man damit jetzt machen? Frage? Okay, ich gehe vielleicht direkt mal auch auf das Beispiel, was als nächstes kommt, was man damit erreichen kann, weil das eigentlich genau die Thematik anspricht. Also die Anforderung ist jetzt hier, dass ein kritischer Service Provider sagt, ich habe dedizierte Hardware und meine kritischen Services sollten nie zusammenlaufen auf dem gleichen physikalischen Node. Weil wenn der physikalische Node ausfällt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch die virtuellen ausfallen oder zumindest ein Gap da ist, bis ein anderer Host das übernehmen kann. Und in dem Fall ist es so, dass ich diese Migrationsinformationen dazu benutzen kann, zu sagen, ich will jetzt irgendwie eine virtuelle Maschine, die einen kritischen Service hat, irgendwo hin migrieren, wo schon andere kritische Services laufen. Und das will ich natürlich dann erkennen und entsprechend auch verbieten. Da das sind, dass ich dann sowas sage wie, okay, ich erlaube das nicht. Das zweite Beispiel, was vielleicht noch interessanter ist, was Sie auch angesprochen haben, ist zu sagen, okay, ich muss im deutschen Rechtsraum oder im europäischen Rechtsraum bleiben, eigentlich mit meinen Maschinen, um entsprechende Datenschutzrichtlinien zu erfüllen. Wenn jetzt mein Cloud-Provider sagt, er schiebt diese Maschine aber irgendwie nach Asien oder nach Amerika oder sonst irgendwo hin, will ich darüber informiert werden oder will es vielleicht sogar verhindern oder so schnell informiert werden, dass ich Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Und das ist genau das, was hier auch da ist. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, es ist erlaubt, zu migrieren auf physikalische Hosts, das kann dann eine Liste sein von erlaubten Hosts vom Datacenter, wo ich dann vorher klar auditiert habe oder mit anderen Technologien, die wir vielleicht in Secret drin haben, die quasi ein Monitoring übernehmen können, zu sagen, okay, das sind unsere Systeme, die stehen alle in Österreich im Rechenzentrum und sollte ich irgendwo anders hin migrieren aus dieser Liste von Maschinen, ist es höchstwahrscheinlich ein nicht erlaubtes System. Dann ist die Frage, was für eine Policy der Anwender natürlich haben will. Also ob er sagt, ich will informiert werden oder ich will wirklich das verhindern, die Maschinen alle runterfahren oder sonst irgendwas in die Richtung. Gut, wir haben jetzt erstmal gesehen, dass wir die Infrastruktur jetzt, die virtuellen Instanzen steuern können. Was aber für die Datennutzungskontrolle eigentlich interessanter ist, ist quasi die wirkliche Daten zu kontrollieren. Was wir hier aufgebaut haben, ist ein Cloud Storage im Minimalumfang in unserem Data Center, basierend auf Hadoop und HBase. Hadoop ist erstmal ein verteiltes Dateisystem, wo die Daten
weil sie ja verteilt auf sehr, sehr vielen Instanzen gelegt werden. Und HBase ist drüber gelegt, eine entsprechende Datenbank, eine NoSQL-Datenbank. Was ist die Idee dahinter? Dass meine Daten irgendwann so groß werden, dass ich die nicht mehr in einer einzigen Datenbank quasi pflegen kann oder dass die Datenbank quasi zu langsam ist dafür. Also wirklich sehr, sehr viele Daten, ja, die anfallen. Und dann verteile ich die quasi in diese Chunks da rein und gibt dann auch einen entsprechenden Algorithmus dazu, der auf diesen einzelnen Systemen arbeitet und das oben hin wieder zusammen aggregiert. Das ist von der Idee her. Was haben wir jetzt getan? Im Gegensatz zu VMware ist HBase und Hadoop Open Source. Das heißt, wir haben tatsächlich dort den Source Code verändert und haben in dieser Datenbankstruktur hier oben verschiedene Komponenten angefasst. Das heißt, wir haben zum Beispiel den H-Master Server so angepackt, dass wir sagen können, jede strukturelle Änderung, also der H-Master ist für strukturelle Änderungen zuständig, der Region Server für Datenzugriffe, dass wir quasi jede strukturelle Änderung zuerst mal als Event an den PDP schicken können und dann entscheiden können, ob wir verschiedene Sachen daran verändern an dem Event, ob wir es zulassen oder vielleicht komplett blockieren. Und das Gleiche haben wir für den Region Server getan, dass gesagt wurde, okay, wir können die Daten sehen, die da durchlaufen, können zum Beispiel verschiedene Sachen verhindern. Wie im nächsten Beispiel zu sehen ist, dass wir sagen, okay, es gibt eine Sicherheitsrichtlinie, die besagt, dass gewisse Mitarbeiter nicht auf alle Daten von meinem Kundenstamm zugreifen können. Ich muss jetzt in dem Falle nicht mehr meine Software anpassen, sondern ich mache das rein über die Sicherheitsrichtlinien. Das heißt, die Software bekommt eigentlich noch die gleichen Daten, aber hier unten ist zu erkennen, dass ich zum Beispiel sage, okay, das Geburtsdatum darf nur noch das Jahr angezeigt werden. Das heißt, in meinem Allow-Event hätte ich einen Modifier mit drin, der sagt, ich erlaube dir quasi Daten zu sehen, aber verändere die Daten vom Geburtsdatum zum Beispiel. Oder können sich natürlich auch alles andere vorstellen, was da möglich wäre. Das heißt, ich erlaube grundsätzlich die Daten, aber führe zum Beispiel eine Anonymisierung durch oder vielleicht auch Pseudonymisierung oder sonst irgendwas in die Richtung. Okay. Das war es auch schon von meiner Seite. Was ich nochmal zusammenfassend sagen will, von unserer Seite ist es so, dass diese reine Zugangskontrolle nicht genug ist. Das heißt, flexible Policies, mit denen ich quasi auch die Nutzung der Daten kontrollieren kann. Man kann diese Policies natürlich auch dazu nutzen, um entsprechende rechtliche Sachen abzudecken, sowas wie das Löschen von Daten nach einem gewissen Zeitraum. Unter Umständen kann man auch Auditierung damit abbilden, indem man sagt, okay, ich muss halt, oder ich könnte natürlich immer Execute-Actions haben, die den Log-Eintrag schreiben und so weiter. Im Prinzip, was dahinter steckt, hinter dieser Datennutzungskontrolle, ist eigentlich, dass man die Kontrolle über seine Daten behalten möchte, auch wenn der Zugriff quasi schon gewährt wurde. So, Dankeschön und es sind sicherlich Fragen da.